Hallo Martin, ich freue mich, dass du unser Oberbürgermeisterkandidat bist für dieses Jahr, für dieses Rennen, für diesen Wahlkampf. Und ich freue mich auf ereignisreiche Monate, die vor uns liegen. Und es wird ein genauso toller Wahlkampf wie letztes Jahr vor der Bundestagswahl. Das weiß ich jetzt schon. Und ihr Leute da draußen, unterstützt Martin Schulte-Wissermann bei seinem Weg zum Oberbürgermeister, denn er ist einer der wenigen Leute, die es schaffen, alle Meinungen an einen Tisch zu bringen und dann am Ende eine Lösung zu finden. Und das kann nicht jeder. Und genauso jemand brauchen wir. Ich unterstütze Martin Schulte-Wissermann als OB-Kandidat, weil er die Stadt nicht nur verwaltet, sondern voranbringt. Er ist der einzige Kandidat mit dem nötigen Know-how, in Dresden die Klima- und Verkehrswende zu realisieren. Hallo ihr Lieben, ich halte MSW für den geeignetsten OB-Kandidaten, einfach weil er eine der integersten Personen auf dem kompletten Parkett der Dresdner Stadtpolitik ist. Zum einen, wenn er sich mit Bürgerinneninitiativen, Vereinen oder auch Einzelpersonen trifft, dann geht es ihm tatsächlich um die Sache und nicht um ein paar schöne Publicity-Fotos, mit denen man Werbung machen kann. Auf der anderen Seite ist er einer der wenigen, der tatsächlich die Prozesse im Stadtrat oder auch die Vorlagen, die da beschlossen werden, so erklärt, dass Leute, die sonst nicht so viel damit zu tun haben, sie auch wirklich verstehen können. Das Ganze macht er auch wirklich auf Augenhöhe. Unterm Strich muss ich sagen, dass keine zweite Person Bürgerinnenbeteiligung und Transparenz so sehr verkörpert wie MSW. Und deshalb ist er auch der geeignetste OB-Kandidat. Mit Martin als Oberbürgermeister sehen unsere Straßen nicht mehr so aus. Ja, ich bin natürlich jetzt schon mittlerweile 8 Jahre hier, knapp im Kreisverband Dresden, und trotzdem fühle ich mich immer noch wie ein Neuling, wenn ich mich mit dem Martin vergleiche, der natürlich schon eine Art Urgestein ist. Das hat aber überhaupt nichts Negatives zu bedeuten, denn im Gegenteil, kaum ein Politiker, sage ich jetzt mal, den ich kenne oder den ich erlebt hatte, hat so viel Integrität in dieser Zeit bewiesen wie der Martin, der seinen Prinzipien immer treu geblieben ist, der uns immer treu geblieben ist, der die piratischen Werte vertritt wie kein anderer, der immer diplomatisch ist, der immer versucht, Lösungen zu finden, aber trotzdem nie sein Ziel aus den Augen verliert und auch nie unsere Ziele da aus den Augen verliert. Und deswegen kann ich auch nicht sagen, dass der Martin bitte irgendwas anderes machen soll, jetzt da als Oberbürgermeister antritt, sondern Martin, wenn du das hörst, bitte mach einfach weiter so, bleib wie du bist und vertritt uns weiterhin so gut, wie du es jetzt schon im Stadtrat tust. Und hoffentlich dann auch bald als unser Oberbürgermeister in Dresden. Ich unterstütze Martin als Dresden-Oberbürgermeisterkandidaten, weil er seit Jahren mein treuester Begleiter auf den 13. Februar-Demos ist. Außerdem geht Martin Themen an, die bei den anderen einfach hinten überfallen. Zum Beispiel engagieren wir uns beide gegen die Orang-Utan-Haltung im Dresdner Zoo. Und neben den vielen Themen, die Martin wichtig sind, ist es vor allen Dingen, dass er bei uns Piraten in Dresden sowas wie die gute Seele im Kreisverband ist. Und das ist doch eine Eigenschaft, die wir uns alle nur für einen Oberbürgermeister wünschen können. Wer löst den Stau? Der MSW, der wird OP, schafft fahrscheinfreien ÖPNV. Der MSW, der wird OP, der rettet die Kultur. Der MSW, der wird OB, belebt die freie Szene nur. Der MSW, der wird OB, wer lässt alle Bäume stehen? Der MSW, der wird OB, und Parks sind voller Pracht erblühen. Der MSW, der wird OB, wer schafft die Fahrradstadt? Der MSW, der wird OB, und macht für uns die Mieten platt. Der MSW, der wird OB, und also kämpft er Tag für Tag für uns, für eine lebenswerte Stadt, und deshalb find ich's voll okay. Der MSW, der wird so wünsche ich uns allen, der MSW, der wird OB, ja, das wird mir gefallen. Der MSW, der wird OB, nun lasst uns die Verwaltung entern und Dresden für die Zukunft ändern. Mehr MSW als OB.